der Verräter. Jetzt habe ich es natürlich schon gesagt, das ist scheiße. fuck, jetzt habe ich das Ende natürlich verraten. Das ist doof. Easy Rip ist halt ein Rip. Rip nennt man halt die Lehrer. Und früher war er halt Lütze. Lütze von Kiel. Jetzt hat er sich Easel. Easel, rückwärts gesprochen halt von Lütze. Lütze, rückwärts gesprochen Easel. Und hat er sich einfach nur einen Rip dahinter genannt. Also Easy Rip. Daher hat er diesen Namen. Elamir ist eigentlich so in der Buchreihe gar nicht vorhanden. Der wird eigentlich nie so wirklich betont. Man hat halt nur für den Fernseher halt irgendeinen Scheiß gebraucht. Die St. Egolius, für verwaiste Eulen, sind nicht im Buch her, also vom Original her, nicht von den Reinen besetzt worden, sondern eine eigene, eigenständige Gruppe. Die wurden halt nur später, im, ich glaube, vierten Buch oder sowas, von den Reinen übernommen, also erobert. Aber die machen was komplett anderes da als jetzt die St. Egolius-Leute. Wie ich schon gesagt habe, die Tupfen hießen nicht Tupfen, sondern, die Flocken hießen nicht Flocken, sondern Tupfen. Die, ja, Tupfen heißen die Dinger. Und, ja, was soll man noch sagen? Also im Endeffekt ist das bis jetzt eigentlich so richtig gewesen. Die Jungen wurden halt wurden nicht gerettet. Die haben sich selbst befreit und sind dann halt Digger, Morgengrau, Göfi und Soren sind halt dann mit Miss P, Plitiffa oder wie sie hieß, wieder da hingekommen und haben, ja, da, ja, sind halt da angekommen und haben da ein bisschen rumerzählt. Ist natürlich, ist klar, dass man halt das Spiel an sich halt über das Buch laufen lassen muss. Und das Spiel über den Film laufen lassen muss und der Film halt nie nach den Büchern geht, das ist ganz klar. Sehe ich auch kein großes Problem drinne. Das Schöne ist halt, man erlebt jetzt von dieser Geschichte drei Geschichten. Einmal die Buchvariante. Und zwar die ersten drei Bücher sind auch, ist da ein kompletter Film. Also man erlebt die Geschichte im Buch komplett anders, wie man im Film sieht. Und meiner Meinung nach ganz schön, man bekommt hier wieder eine komplett andere Geschichte. Also man spielt nicht die Geschichte nach von Soren und seinen Freunden, sondern man spielt eine komplett andere Person. Man erlernt so ein bisschen, man bemerkt, was so abseits da alles so gelaufen sein könnte und hier und da. Das heißt, man hat halt nicht das, was man schon gespielt hat, was man nicht schon gesehen hat. Das ist was komplett Neues halt, ne? Das finde ich ganz, ganz cool. Also los! Bonusmission auf Hule. Du hast eine Bonusmission freigeschaltet. Nimm Herausforderungen an, sammle Funkler und suche die Umgebung nach versteckten Schriftrollen ab. Schließ alle Herausforderungen erfolgreich ab, um ein Extra-Leben für die Erziehungsmission zu holen. Das heißt, hier könnte man jetzt Bonusmission machen. Bonusmission auf Hule. Die machen wir jetzt einfach mal, um halt noch ein bisschen Gefühl halt ins Spiel von zu bekommen, ne? Ja, das. Im Laufe der Zeit werde ich noch ein bisschen mehr über die Geschichte halt erzählen, halt immer so passend pro Kapitel halt in der Art und Weise werde ich dann erzählen. So, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh, hier ist eine Schriftrolle irgendwo. Ach so, ja stimmt, die einzelnen Eulen sind jetzt natürlich auch mit einzelnen Missionen. Und hier haben wir schon die erste Rettung der Jungeulen. Rettet die Jungeulen in 2 Minuten 30, dann gibt's Gold, rettet die Jungeulen in 3 Minuten und rettet die Jungeulen. Ja, das, ich muss sie retten. Freut mich. Hier hat man jetzt natürlich ein großes Problem, wenn man lahmarschig ist, dann kommt man nicht vorwärts. Was heißen soll, man muss erstmal Geschwindigkeit kriegen, damit man schneller vorwärts kommt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen muss. Ah, so, ja, genau. So, jetzt muss ich erstmal hier hochfliegen. Upsala. So, ein bisschen Geschwindigkeit mal aufnehmen hier. Das müsst ihr sagen, ich werde jetzt mal hier so ein bisschen was machen. Das müsst ihr im Laufe der Zeit entscheiden, ob ihr das dann so behalten wollt, ob ihr das mal weiter sehen wollt oder nicht. Jetzt müssen wir wieder an Geschwindigkeit aufnehmen, sonst attackieren wir uns direkt. Und da müssen sie abliefern. Also nicht das Problem für uns sein. Ich muss mich beeilen. Whee! Ach
her, man kann so noch einen Eulenschrei halt rauslassen. Die auch ganz nice. Fassrolle, Fassrolle, bewege nach links oder nach rechts, um eine Fassrolle auszuführen. Mit Fassrollen weichst du endlichen Angriffen aus. Während du Jungtricks. Leg die scheiß Jungrolle ab. So, ich muss mal ein bisschen Können mal holen. Na, komm schon her, du Schwein. Jetzt muss ich mich... Oh, das war jetzt nicht so geplant. Das könnte ich noch schaffen. 2 Minuten 30. Boom! Unter 2 Minuten, ihr Bitches. Ausgezeichnet. Schön, das haben wir geschafft. Oh! So, und jetzt wollt ihr auch mal... Aua. Die, So, jetzt mal kurz ruhig bleiben. Hier ist irgendwo eine Schriftrolle. Und zwar... Sieht man jetzt da an der Seite, sieht man halt den Kreis. Und je mehr näher man der Schriftrolle kommt, desto desto grüner wird's halt. Aua, ich bringe mich hier fast selber auf. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Schriftrollen sind. Deswegen müsst ihr mich entschuldigen. Also ich werde jetzt nicht alle Dinger hier machen, wie schon gesagt. So, da ist sie doch. Das ist eine Schriftrolle, meine Damen und Herren. Sieht halt aus wie eine Schriftrolle. Die sind überall verteilt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele bei jedem. Ich glaube, 2 oder 3 Stück sind bei jedem Level. So etwas, du hast eine Schriftrolle gefunden. Immer. Lass in deiner Höhle der Galerie die Grafik Elsterine Klause der Glauzianischen Brüder anzeigen. Autschen. Was ich jetzt noch gerne machen würde, ist ein paar Funkler hier sammeln. Weil, damit man halt später auch was machen kann. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht jede Mission jetzt hier machen in der Art und Weise. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Sagt's, wie ihr es wollt. Wenn ihr wollt, dass ich ein paar Missionen mache, was ich alle mache, mache ich sie gerne für euch. Aber so würde ich sagen, relativ uninteressant fürs Let's Play in der Art und Weise. Wie kann man sowas noch beenden? Mission beenden. Ach so. Wie kann ich denn raus dann? Ich weiß gar nicht, wie ich denn rauskommen soll. Mission beenden. Das müsste eigentlich so funktionieren, keine Ahnung. Däh. Erkundungsflug! Warte mal, da kann ich mal gerade zeigen. Galerie, hier hat man halt die Galerie. Hier hat man Elsterine. Ich vermute mal, dass das die diebische Elster sein soll aus dem Buch. Die hieß auch nicht Elsterine. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und zwar ist das eine, die jedes Jahr eine bestimmte Jahreszeit zum großen Gahul-Baum hinfliegt, um halt ihr Crema Ellie heißt die. Ellie heißt sie, genau. Die ihre Ware halt präsentiert in der Art und Weise. Die kommt jetzt in dem Film nicht speziell vor, aber in der Geschichte hat sie eine kleine Hauptrolle. Ich glaube, im zweiten Buch muss das mit gewesen sein, wo sie halt Sorens Schwester Eglantine halt vor der Mondwirrnis befreit hat. Und ja, so ist es gewesen. Sehr dramatisch. Sehr dramatisch. Auf jeden Fall. Das ist Crema Ellie. Was das daneben sein soll, also rechts daneben, weiß ich nicht. Und zwar,
wohnt